Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema kontinuierliche Zahlungsströme in Kombination mit kontinuierlicher Verzinsung. Es wird also wieder darum gehen, ein Kapital durch einen kontinuierlichen Zahlungsstrom zu erhöhen, aber diese Erhöhung des Kapitals auch noch zu verzinsen, sodass es also zwei Quellen von Kapitalzufluss gibt. Einerseits die kontinuierliche Verzinsung, andererseits den Zahlungsstrom selber. Schauen wir uns also einmal an, wie das dann aussieht. Dafür rufen wir uns zuerst noch einmal in Erinnerung, wie kontinuierliche Verzinsung funktionierte. Da hatten wir ja eine Endwertformel, die im Prinzip so aussah wie im diskreten Fall auch, dass wir gesagt haben, der Endwert des Kapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt C ist gleich der Anfangswert des Kapitals zum Zeitpunkt 0 mal der Wachstumsfaktor hoch T, die Laufzeit, um die es geht. Der wesentliche Unterschied war, dass der Wachstumsfaktor jetzt die Form hatte e hoch c mit der Eulerschen Zahl e und dem nominellen Zinssatz c. Und dann konnten wir das Ganze auch schreiben als k von 0 mal e hoch c, unser Wachstumsfaktor hoch t oder mal t. Dass wir also auf eine solche E-Potenz, auf eine Exponentialfunktion gekommen sind. Und diese Verzinsung möchten wir jetzt mit betrachten, zusätzlich zum Zufluss aus unserem kontinuierlichen Zahlungsstrom. Wir haben also wieder eine Veränderung des Kapitals, wie im Video zuvor, aber wir betrachten jetzt dabei auch noch die Verzinsung. Der nominelle Zinssatz C wird zu jedem Zeitpunkt T angewendet auf den aktuellen Kapitalstand K von T und das kommt als Veränderung nur durch die Verzinsung hinzu. Und jetzt kombinieren wir beides. Wir haben dann einmal diese kontinuierliche Verzinsung des aktuell vorhandenen Kapitals zum Zeitpunkt T plus den Zufluss aus dem kontinuierlichen Zahlungsstrom. Und das in Kombination ergibt dann die Veränderung unseres Kapitals, die Ableitung der Funktion K' zum Zeitpunkt T. Und eine solche Gleichung, wie wir sie hier stehen haben, nennt man auch eine Differentialgleichung, weil die Funktion k in verschiedenen Differenzierungen auf beiden Seiten vorkommt. Wir haben also einmal die Funktion selber und wir haben ihre Ableitung. Und im Allgemeinen sind solche Differentialgleichungen schwer zu lösen. Sie haben wichtige Anwendungen, nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, speziell in der Finanzmathematik, sondern auch in vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen. In der Biologie, in der Geologie, in den Atmosphärenwissenschaften, Physik und so weiter und so fort. Aber viele von diesen Differentialgleichungen sind eben schwer zu lösen. Diese Gleichung, die wir hier stehen haben, hat eine relativ leichte Form und da schaffen wir es also mit den Integrationsmethoden, die wir kennen, diese Gleichung auch zu lösen und das schauen wir uns jetzt mal an. Auch da müssen wir ein bisschen was stemmen. Aber wir schaffen das. Wir können uns jeden Schritt klar machen und auch das Ergebnis, was herauskommen wird, können wir dann schön interpretieren. Also versuchen wir das einfach mal Schritt für Schritt zu machen. Die Veränderung des Kapitals zum Zeitpunkt T ist die Verzinsung des aktuellen Kapitals plus der Zustrom. Und es wird dann ja darum gehen, dass wir diese Veränderung des Kapitals dann wieder aufaggregieren über die Zeit. Entweder ans Ende des Zeitraums zu einem Endwert oder Abzinsen zum Anfangszeitpunkt t gleich 0 für eine Art Barwert. Und ich mache jetzt hier einmal Letzteres. Ich zinse mal ab. Dann müsste ich ja also mit d hoch t multiplizieren zum Abzinsen, was ja dasselbe ist wie 1 durch q hoch t oder q hoch minus t. Und q hoch minus t ist im kontinuierlichen Fall e hoch minus c mal t. Also dieses hier ist gleich dem d hoch t, unserem Abzinsungsfaktor für den Spezialfall der kontinuierlichen Verzinsung. Und das, was wir damit also machen, wenn wir das jetzt auf beiden Seiten der Gleichung anwenden, dann bekommen wir den Wert dieser Veränderung des Kapitals zum Zeitpunkt 0 aus heutiger Sicht. Und damit haben wir also alle Veränderungen zu jedem unterschiedlichen Zeitpunkt t auf ihren Wert zum Zeitpunkt 0 gebracht, sodass ich sie dann zu einem Barwert hinterher aufaggregieren kann. Das werden wir dann gleich noch machen. Habe also hier meinen Abzinsungsfaktor dazu multipliziert und hier zu der Summe auf der rechten Seite genauso.
Dann bringen wir jetzt diesen Term auf die linke Seite, weil wir dann beide Terme, die von dem Kapital K von T abhängen, links stehen haben. Und da haben wir also hier diese Differenz stehen. Und jetzt machen wir einmal einen Trick, das muss man an dieser Stelle einmal sehen. Und zwar ist das, was wir hier auf der linken Seite stehen haben, die Ableitung von einer relativ einfachen Funktion. Von der Funktion e hoch minus c mal t mal k von t. Das heißt also, wenn ich diese Funktion ableite, bekomme ich das hier oben heraus. Das können wir auch ganz schnell einmal überprüfen. Und zwar haben wir hier ein Produkt von zwei Funktionen stehen. Und wenn ich das ableite, ist es die eine Funktion abgeleitet mal die andere, k' von t mal e hoch minus c mal t. Und dann plus diese Funktion abgeleitet mal die bleibt stehen. Also k von t lassen wir stehen. Und e hoch minus c mal t abgeleitet wird wieder e hoch minus c mal t mal die innere Ableitung mal minus c. Das heißt, wir können wirklich überprüfen, das hier ist eine Stammfunktion zu der Funktion hier links. Und das macht dann hinterher die Integration besonders einfach. Wir werden also hier das los, dass wir sowohl die Funktion als auch die Ableitung da stehen haben, sondern haben nur noch einmal die Ableitung von dieser kombinierten Funktion da stehen. Und jetzt können wir das Ganze also aggregieren. Wir haben also auf der rechten Seite stehen unsere Zuflüsse aus dem Zahlungsstrom abgezinst, damit wir deren finanzmathematischen Wert zum Zeitpunkt t gleich 0 betrachten können. Und das integrieren wir jetzt eben auf beiden Seiten auf. Bilden das Integral nach t über den Zeitraum von 0 bis groß t. Und auf der rechten Seite haben wir da einfach das Integral über den abgezinsten Zahlungsstrom stehen. Das lassen wir so. Und auf der linken Seite haben wir was stehen, wo wir die Stammfunktion eben schon gebildet haben, wo wir jetzt nur noch in die Stammfunktion einsetzen müssen. Wir müssen also einmal zum Zeitpunkt groß t einsetzen und zum Zeitpunkt 0 einsetzen und dann die Differenz bilden. Zum Zeitpunkt groß t habe ich also eben e hoch minus c mal groß t mal den Endwert unseres Kapitals groß t und davon ziehen wir ab e hoch minus c mal 0, e hoch 0 ist 1, können wir hier weglassen, mal k von 0. Und dann kann ich jetzt noch dieses k von 0 auf die rechte Seite rüberbringen und dann haben wir diesen abgezinsten Endwert da stehen. Das ist unser Anfangswert k von 0 plus die aufaggregierten abgezinsten Zahlungsströme, Zuflüsse aus dem Zahlungsstrom. Und das hier links kennen wir auch. Das könnte ich auch schreiben als d hoch t mal k von t. Das ist also nichts anderes als der Barwert. Ja, wir haben also wirklich den ganzen Zeitraum bis zum Ende, bis zum Zeitpunkt groß t und dann zinsen wir diesen Endwert ab über die gesamte Periode und bekommen dann den entsprechenden Barwert heraus. Ja, also der Barwert des Zahlungsstroms bei Betrachtung von Verzinsung ist einfach der Anfangswert unseres Kapitalstocks, das haben wir natürlich, plus aufaggregiert über die Zeit die abgezinsten Zuflüsse aus dem Zahlungsstrom. Hab das also auch hier noch einmal schön als eigene Folie zusammengefasst. Und die Formel hier sieht auf den ersten Blick vielleicht ganz anders aus als die Formel, die wir aus der Rentenrechnung kennen, ist aber in Wirklichkeit sehr, sehr ähnlich. Denn bei der Rentenrechnung, was hatten wir für die Berechnung des Barwerts machen müssen? Wir hatten zu jedem Zeitpunkt t, hatten wir eine Zahlung, die immer gleich hoch war. Die war immer a. Die hing halt nicht von t ab, sondern wir hatten immer die gleich hohe Zahlung. Und vor dem Aggregieren mussten wir das Ganze dann aber noch abzinsen. Mussten also d mal a, d zum Quadrat mal a, d hoch 3 mal a und so weiter nehmen. Und das musste ich alles aufsummieren. Das kann ich also hier einmal symbolisch so hinschreiben, dass ich das vom Zeitpunkt 1 bis zum Zeitpunkt groß t aufaggregiere.
Oder im vorschüssigen Fall müsste ich von 0 bis t minus 1 gehen. Da ist halt die Frage, ob ich vor- oder nachschüssig das Ganze rechne. Aber ich habe einfach die Summe der abgezinsten Annuitäten, der abgezinsten Zahlungen da stehen. Und dann sehe ich, dass diese Formel im kontinuierlichen Fall eigentlich fast die gleiche ist. Also e hoch minus c mal t ist genau dasselbe wie d hoch t. Das ist einfach die kontinuierliche Version davon. Und der Zahlungsstrom muss jetzt halt nicht konstant, muss nicht gleich hoch sein, sondern wir können auch zeitlich variierende Zahlungsströme uns anschauen, dass die Zahlungen ansteigen oder abfallen über die Zeit. Und das Integral ist einfach das kontinuierliche Gegenstück zum Aufsummieren. Ist das, wie ich im kontinuierlichen Fall die Aggregation mache. Und dann sehe ich, dass die Formeln eigentlich fast die gleichen sind. Im diskreten Fall bei der Rente hatte ich hierfür halt eine schöne Summenformel, die ich hinschreiben konnte. Hier im Allgemeinen, wo ich noch nicht weiß, wie mein Zahlungsstrom aussieht, ob der konstant ist, ob der steigt oder fällt, kann ich halt so eine Formel noch nicht angeben. Deshalb bleibt das Integral da stehen. Ich habe also mehr Flexibilität, muss dann aber auch noch mehr rechnen, um das anzuwenden. Okay, und das hier ist also der Barwert und für den Endwert muss ich jetzt einmal aufzinsen, also mit Q hoch T multiplizieren. Das ist also nichts anderes, als dass ich mit E hoch C mal groß T multipliziere. Das heißt, wenn ich das durchmultipliziere hier, fällt dieser Faktor dort weg und ich bekomme dann das E hoch C mal T hier mit dazu und ich kann das E hoch C mal T auch hier noch mit reinziehen. Das Groß T ist nicht dasselbe wie das Klein T, das kann ich also als konstanten Faktor mit unter das Integral ziehen. Und wenn ich das mache, dann habe ich da stehen, der Endwert meines Kapitals zum Zeitpunkt Groß T ist mein aufgezinster Anfangswert. Da bekomme ich einfach meine kontinuierliche Verzinsung. Also da hätte ich auch schreiben können, K von 0 mal Q hoch Groß T. Einfach Endwertformel aus der kontinuierlichen Zinsrechnung plus aggregiert die aufgezinsten Zahlungen zum Zeitpunkt klein t und aufzinsen muss ich sie jeweils mit der Restlaufzeit. Bis zum Zeitpunkt groß t sind es noch groß t minus klein t Zeiteinheiten. Und deshalb sieht das also hier folgendermaßen aus. Und das kann ich jetzt dann, wenn ich weiß, wie mein Zahlungsstrom aussieht, kann ich mir mit Hilfe der Integralrechnung jeweils Barwert und Endwert anhand dieser Formeln berechnen.